Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Heute gibt es mal wieder eine Team Prediction. Ihr habt euch das Team natürlich gewünscht in der letzten Episode, beziehungsweise unter der letzten Episode. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich die Fans, die sich das gewünscht haben, heute glücklich machen kann. Es geht um Borussia Mönchengladbach. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen, wäre eine großartige Unterstützung. Vielleicht schaffen wir ja wieder die 1000 Likes auf dieser Episode. Weitere Unterstützung ebenfalls möglich in der Videobeschreibung. Grandrun, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon. Einfach mal vorbeischauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und was gibt es noch zu sagen? Ansonsten glaube ich gar nicht mal so viel. Meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Ich hoffe, das hört sich trotzdem einigermaßen okay an, beziehungsweise ich kriege das jetzt ganz gut über die Bühne. Das Team ist wirklich sehr interessant. Wir haben geile Spieler dazu bekommen in die Bundesliga durch Gladbachs Transferpolitik, die gerade durch Max Eberl so vorangetrieben wurde, und ich denke, Gladbach kann nächste Saison richtig gut angreifen, hoffentlich wieder um die Champions League mitspielen, und wir starten einfach direkt mal im Tor. Und da haben wir drei ziemlich nice Spieler, und zwar einmal den guten Jan Sommer, den eventuell mitbesten Torwart der Bundesliga, dann dahinter, ich weiß gar nicht, wie der Vorname heißt, auf jeden Fall Sippel, ich glaube Tobias Sippel heißt da, und dann noch Christopher, meine ich, Heimeroth. Sommer auf jeden Fall habe ich ja schon predicted in der einen Episode, ich glaube mit die erste, war es irgendwie die fünfte, sechste oder sowas. Er hat einen 82er Rating von mir bekommen, 85 Hechten, 87 Reflexe, 78 Ballsicherheit, 79 Positioning. Ich denke mal, das kann man so behalten. Eventuell 83, das habe ich aber auch da schon angesprochen. Muss man schauen. Sippel hat bei Kaiserslautern gespielt und wie gesagt, er ist jetzt quasi Ersatztorwart und ist an sich ein guter Mann, aber 73er Rating wäre meiner Meinung nach gerade noch so angemessen. Ich denke, 74 wäre auch möglich, der wirklich gut gehalten bei Lautern. Allerdings als Ersatztorwart und gerade weil er in der zweiten Liga gespielt hat, eventuell nicht so krass überbewerten, und von daher ist 73, denke ich mal, in Ordnung. Heimeroth, der sitzt seit Jahren auf der Bank in der zweiten Liga, weil der, glaube ich, der Stammkeeper, aber seitdem, naja, ist er halt von Ter Stegen bzw. Sommer einfach überholt worden, ist jetzt der dritte Keeper. Ich denke mal, er wird trotzdem da bleiben und mit einem 67er auf der Bank schimmeln. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Die Karte sieht jetzt nicht krass aus, aber im Karrieremodus als absolute Alternative geht das noch klar, und Sippel und Sommer, obwohl sie klein sind, sehen dafür ja richtig, richtig stark aus. Gut, wir kommen zu den Verteidigern, und zwar zum ersten Teil der Verteidiger. Und da haben wir ganz, ganz viel Gold und das ganz, ganz zurecht. Und zwar starten wir da mit Martin Stranzl, 80er Rating, dann 79er Rating für Toni Janschke, 78er Rating für Alvaro Dominguez, 76 für Oskar Wendt und 74 für Ruhl Brauers. So, 80er Rating bei Stranzl ist verdient, plus 2 im Vergleich zum letzten Jahr, mit der stärksten Verteidiger der Bundesliga. Der hat so unfassbar gute Noten beim Kicker immer erhalten, und das vollkommen zurecht, denn er ist einfach richtig stark. Er kann gut verteidigen, er ist physisch stark, er kann Kopfballduelle gewinnen, er ist nicht so langsam, mit 55 Tempo geht das auf jeden Fall noch klar, und dann einfach die Routine, und hey, hat Gladbach auf jeden Fall geholfen, die Champions League zu erreichen. Meiner Meinung nach ist er einer der bescheideneren Spieler bei denen, also allgemein sind die alle sehr bescheiden, kommt mir zumindest so vor, Eber ja auch genauso wie Favre, aber gut, Stranzl hat auch gesagt, das Ziel ist so um Tabellenplatz 4 bis 6, ich denke mal, es könnte aber höher gehen, gerade weil die Defensive mit ihm und Toni Janschke sehr stark ist. 74 Tempo, 81 Defending und 74 Physis für ihn. Er hat ja ein Team of the Season vollkommen zurecht bekommen. Ich bin gespannt, ob er Rechtsverteidiger spielen würde oder ob der Korb spielt und Janschke in der Innenverteidigung. Er kann theoretisch beides, das ist ganz geil bei ihm. Er ist relativ klein mit, glaube ich, 1,78, aber trotzdem durch sein Stellungsspiel bzw. durch seine Physis, die eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, überzeugt er einfach und kommt zurück, und das ist richtig nice. Das sind nämlich zwei richtig gute Spieler. Alvaro Dominguez könnte dann auch Linksverteidiger werden, je nachdem, ob der spielt oder Oskar Wendt. Dominguez kann halt auch Innenverteidiger. 61 Tempo, 79 Defending, 80 Physis. Im Vergleich zum letzten Jahr hat er 76er Rating gehabt. Ich glaube, Toni Janschke übrigens auch. Die beiden also geupgradet. Janschke noch ein bisschen besser als Dominguez. Ich denke mal, das kann man verstehen, aber Dominguez hat auch eine gute Saison gespielt, auf jeden Fall. Sehr, sehr stark in der Offensive, was das Passspiel angeht, also die Flanken, natürlich nicht so extrem schnell, dafür aber physisch extrem stark und auch defensiv gut. Kopfballstark ist er meiner Meinung nach zumindest auch, und dementsprechend, ja, haben wir dann eine richtig geile Karte, auf die man sich auf jeden Fall freuen darf, auch wenn sie nur 61 Tempo hat, aber ich denke mal, 61 Tempo ist immer noch ausreichend, und dann kann man auf jeden Fall umgehen, mal schauen, wie der sich so spielen lassen wird im nächsten Jahr. Oskar Wendt, 77 Tempo, 75 Dribbling, 75 Defending und 75 Passen. Die Werte sind leicht angepasst im Vergleich zum letzten Jahr, da hat er ein 75er Rating, glaube ich, gehabt, jetzt 76 als seltene Karte, könnte auch 77 sein, könnte ich mir auch gut vorstellen, habe ihm auf 76 gelassen, weil das mit Außenverteidiger-Ratings ja immer so eine gewisse Sache ist. Die sind ja nicht so hoch im Allgemeinen, und deswegen habe ich ihn nochmal angepasst auf 76. Trotzdem könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, meint ihr, er hat 77 verdient. Für mich persönlich hätte er es schon irgendwie verdient. Er hat eine richtig gute Saison gespielt bei Gladbach, wenn er gespielt hat. Er ist relativ schnell, er ist körperstark, er kann verteidigen, er ist gut in der Offensive, schlägt gute Flanken. Warum habe ich mir da anfange zu starten? Ich weiß es nicht. Und hat zudem noch einen guten Schuss. Ich glaube, er hat 2 oder 3 Saisontore gemacht oder nur 1. Ich glaube sogar 2 oder 3. Bin mir relativ sicher. Auf jeden Fall ist das eine richtig gute Karte für nächstes Jahr. Ist auch interessant für den Karrieremodus, weil so alt ist er noch nicht. Müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall sieht die Defensive so ziemlich stark aus. Ruhl Brauers, ja gut, er ist halt nicht sonderlich spielbar, ne? 74er Rating, 53 Tempo, 76 Defending und 73 Physis. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich da nichts geändert. Als er gespielt, als er gebraucht wurde, war er wieder richtig stark. Und dementsprechend, trotz seines voranschreitenden Alters, immer noch auf dem Rating von 74, ist, denke ich mal, ganz angemessen. Damit kommen wir zum zweiten Teil in der Defensive, und da haben wir einmal Julian Korb, Max Christensen und ich habe den Vornamen vergessen, auf jeden Fall LVD. Korb hat letzte Saison schon mal gespielt, 76 Tempo, 73 Dribbling und 74 Defending, auf dem gleichen Level wie beispielsweise ein Garcia, wie ein Bittencourt und wie Bittencourt? Nein, Albanos und wer war das noch? Irgendein Außenverteidiger war das noch. Fritz? Selassie?
Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall 73er Rating, 76 Tempo, 73 Defending, 74 Tief, 74 Defending und 73 Dribbling und 76 Tempo. Vollkommen durcheinander gebracht, vollkommen egal. Hat gut gespielt. Ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass Gladbach so solide defensiv spielt und auch so gute Außenverteidiger mit vorbringt. Johnson werden wir ja gleich auch noch sehen. Also ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ich denke mal, der wird sich auch noch gut entwickeln. Ist, glaube ich, noch relativ jung. 22, 23, 21, irgendwie sowas um den Dreh. Eventuell einer für die Nationalmannschaft, einfach weil er auf der Rechtsverteidigerposition da nicht wirklich was haben. Und Korb auf jeden Fall das Potenzial hat, dass, zu erreichen, da irgendwann mal spielen zu dürfen und zu können auf jeden Fall auch. Von daher auch wieder eine sehr, sehr nice Karte mit 76 Tempo, 74 Defending. Ich denke mal, Diekmeyer ist noch ein bisschen stärker so bei den Silber-Varianten, aber ansonsten sieht er schon ziemlich stark aus. Christensen Wechsel von Chelsea zu Gladbach, 61 Tempo, 69 Defending, 72 Physis. Letztes Jahr, glaube ich, ein 55er Rating gehabt, aber der hat sich extrem gut geschlagen und war auch bei der U21 EM, glaube ich, einer der besten Spieler, beziehungsweise wurde dazu gevotet, vollkommen zu Recht. Dementsprechend 68er Rating, vielleicht 67, 66 so um den Dreh, genauso wie LW, die mit 73 Tempo, 66 Defending, 63 Physis. Der kam, glaube ich, von wem kam denn der? Irgendwo aus der Schweiz auf jeden Fall, aber nicht von Basel. Zürich? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall beides sehr, sehr interessante Karten, gerade für den Karrieremodus. Elvedi ist, glaube ich, 17 Jahre alt, Christensen sind, glaube ich, 19, also der ist für 2 Jahre geliehen von Chelsea zwar nur, aber trotzdem auf jeden Fall stark. Und Elvedi, auf den kann man sich, denke ich, mal richtig freuen. Also den Perfect Link zusammen, wenn er sich weiterentwickelt, wie er es bisher getan hat mit 17 Jahren, ja, darf man ja nicht vergessen, dann könnte das irgendwann ein richtig geiler Verteidiger werden. Wir haben ja allgemein mit Cher jetzt schon einen relativ guten Schweizer Stronglink und mit Elvedi, auch wenn er Silber ist und nicht so krass aussieht, einen relativ in Ordnung sein, den Perfect Link für PSG ist auf jeden Fall interessant und Christensen auch so gerade für den Karrieremodus halt sehr, sehr interessant. Ich denke mal, allgemein ist Gladbach ein relativ junges Team mit viel Potenzial und da können wir uns auf jeden Fall auch auf den Karrieremodus drauf freuen, genauso wie ein Ultimate Team und in der Bundesliga nächste Saison. Besonders freue ich mich aber aufs Mittelfeld, denn da haben wir richtig starke Spieler und die sind jetzt bis auf eine Ausnahme alle Gold, muss man dazu sagen. Wir fangen an mit Granit Xhaka mit dem 80er Rating, Patrick Herrmann 79, Thorgan Hazard 78, André Hahn 76, ja, Johnson hat 75, Fabian heißt er, glaube ich, mit Vornamen und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark aus. Xhaka habe ich ja schon predicted, brauche ich nichts mehr zu sagen. Ist einfach ein geiler Spieler. Hermann, extrem gute Saison gespielt, hätten eventuell einige gar nicht so erwartet. Gerade die Rückrunde war sehr stark von ihm. Ich glaube, der Topscorer war er in der Rückrunde. 92 Tempo, 82 Dribbling, 73 Shooting und 74 Passen plus 4 Shooting. Dazu plus 3 Overall sind es, glaube ich. Plus 2 Tempo nochmal und ein bisschen Dribbling noch oben drauf. Ich denke, die Karte sieht so sehr, sehr stark aus. Sein Abschluss hat sich extrem verbessert in der Rückrunde, sein Passspiel auch. Der ist einfach ein wirklich guter Spieler. Ich denke mal, die Nationalmannschaft braucht auch solche Leute, weil er auch noch nicht so alt ist. Ich hoffe, dass er nächste Saison genauso durchtritt wie diese Rückrunde. Das wäre sehr, sehr schön, weil ich Gladbach persönlich ja auch ein bisschen favorisiere, einfach weil die Art und Weise, wie der Verein sich quasi nach oben gespielt hat, sehr, sehr nice ist. Und ja, Patrick Herrmann ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil da. Ich hoffe, der geht auch nicht weg, sondern bleibt da schön. Und dann haben wir eine richtig nice Karte für Ultimate Team. Und genau das gleiche ist mit Thorgan Hazard der Fall. 78 Tempo, 79 Dribbling, 74 Shooting und 79 Passen. Als zentrale Karte wäre das noch ein bisschen besser. Allerdings wird er wohl linker Mittelfeldspieler werden, weil er oft links außen gespielt hat. Könnte beides sein, je nachdem, was EA da veranschlagt. Aber ich denke mal, wir haben leider Gottes keine Wahl und müssen ihn auf der linken Seite spielen. Für den Karrieremodus ist das egal, denn da kann man ihn ja trotzdem in der Mitte spielen und ist richtig geil. In Ultimate Team nicht so krass, aber auch so sehen die Werte für Ultimate Team. Da gibt es auf jeden Fall bessere Karten, gerade auch in der Bundesliga mit beispielsweise De Bruyne auf der belgischen Variante. Aber wir werden mal schauen, wie der sich weiterentwickeln wird. Er ist ja angeblich talentierter als sein Bruder. Und wenn er das wirklich ist, dann wird er das irgendwann abrufen. Und dann werden wir einen richtig geilen, spielfreudigen und spielstarken Spieler in der Bundesliga haben, dem Spaß macht zuzuschauen. André Hahn, ja, erste Saison bei Gladbach ganz gut gespielt. Netto-Head 76er Rating, deswegen auch hier. Ich hätte ihm persönlich 75 gegeben, hab mir dann gedacht, okay, machst du 76, 86 Tempo, 74 Dribbling und 76 Shooting. Dazu 70 passen die Werte nicht sonderlich verändert. Einfach nur das Rating ein bisschen angepasst, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil es muss nicht immer das Rating so extrem ändern. 86 Tempo erklärt sich dadurch, dass er ungefähr um die 92 Sprintspeed haben wird, aber nicht so schnell im Antritt, das habe ich letztes Jahr schon erklärt. Er ist schnell, keine Frage, er ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, aber er ist nur im Sprint wirklich schnell. Er unterscheidet sich davon Aubameyang, der auch im Antritt richtig explosiv ist. Das ist Haar meiner Meinung nach zumindest nicht. Da war er die Körperstärke, auf jeden Fall eine relativ nice Karte, auch wenn er wahrscheinlich wieder nur 2 Sterne Skills haben wird. Aber da muss man leben und damit kann man trotzdem auf jeden Fall umgehen, denke ich mal. Auch im Karrieremodus wieder ein sehr interessanter Spieler. Johnson ist ein linker Mittelfeldspieler und leider Gottes für mich zumindest relativ uninteressant, abgesehen vom Karrieremodus. Da muss ich immer wieder drauf eingehen, weil das ist natürlich auch ein bisschen wichtig für die Ratings. 75er Rating hat Red, deswegen auch 75er Rating von mir bekommen dieses Jahr. 86 Tempo, 76 Dribbling, 73 Passen, 71 Defending, 70 Physis. Als Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger wäre der richtig geil, aber er ist in Head-to-Head leider momentan linkes Mittelfeld und ich denke mal, das könnte er auch in FIFA 16 ein Ultimate Team werden. Es wäre schade, weil wir würden so einen guten Rechtsverteidiger bzw. Linksverteidiger verlieren, aber immerhin einen US-amerikanischen linken Mittelfeldspieler dazu gewinnen. Merkt er schon, ne? 54 Shooting sind nicht so geil für die Offensive, der Rest, ja, ist in Ordnung, aber das Dribbling ist eher auf, ja, Links- oder Rechtsverteidiger-Niveau, ich weiß auch nicht, als Rechtsverteidiger wahrscheinlich nur ein 74er-Rating oder sowas wegen dem Defending-Wert, aber ansonsten, ja,
Es ist ein bisschen schade. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass er Außenverteidiger wird, auch wenn er dann Silber wäre, weil als linker Flügelspieler, rechter Flügelspieler ist er halt nicht zu gebrauchen so wirklich. Aber wir müssen schauen, was EA macht. Wer auf jeden Fall Flügelspieler bleiben, nicht bleiben wird, hoffentlich zumindest, ist Lars Stindl. Den haben wir hier, 78er Rating. Mohamed Dahoud haben wir noch mit 62 und Howard Nordfight mit 77er Rating. Gut, Nordfight glaube ich dieses Jahr 75er Rating oder 76er Rating. Kleines Upgrade auf 77. Die Werte mit 79 Defending, 79 Füße, 70 Tempo, 70 passen sehr, sehr ordentlich. Ist eine sehr, sehr geile Karte. Ein Innenverteidiger in Form bekommen. Ich hoffe aber, dass er zentral-defensiver Mittelfeldspieler wird, weil da finde ich ihn persönlich noch ein bisschen besser, auch wegen seiner Kopfballstärke und wegen seinen Offensivqualitäten, die nicht zu verachten sind. Er ist nicht der allerkrasseste, aber er hat auf jeden Fall einen guten Longshot und man darf nicht unterschätzen, da steht 53. Das muss aber nichts heißen, weil sein Longshot kann trotzdem krass sein, ja. Also der kann trotzdem irgendwie 80 Schusskraft, 85 Longshots haben. Wenn sein Abschluss 29 ist, ändert das aber nicht an der ganzen Sache, weil das trotzdem so aufgerechnet wird. Er hat das gleiche Shooting wie Dahoud, eventuell sogar ein bisschen mehr. 56, 57 oder sowas mit dem Dreh. Hab's mal auf 53 trotzdem gelassen. Dahoud auf jeden Fall 66 Tempo, 66 Dribbling, 60 passen. Hab noch nicht sonderlich viel von dem gehört, aber sein Marktwert ist ganz geil und seine Karte in Ultimate Team bzw. in Head-to-Head sieht so ungefähr aus mit dem 60er Rating momentan. Ich habe jetzt 62 einfach mal gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, liebe Gladbacher, was haltet ihr von dem? Ist der talentiert? Ist der gut? Wird der richtig durchdrehen? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht sonderlich gut, aber wen ich gut kenne, und das ist Lars Stindl. Ich hätte fast gesagt 79er Rating. Mittlerweile bin ich fast überzeugt davon, dass er auch ein 80er Rating eventuell mitverdient haben könnte, aber ungefähr auf dem Level von Junuzovic begibt er sich dementsprechend so 78 bis 79. Schreibt es mir in die Kommentare, hatte ich auch schon in der Prediction. Hat 78 Tempo, 80 Shooting, 80 Passen und 80 Dribbling, 79 Füße, 73 Defending, also alle Werte über 70. Sieht extrem nice aus, wird hoffentlich, wie gesagt, kein Flügelspieler, sondern Zentraler. Wird hoffentlich auch nicht als Flügelspieler bei Gladbach verschwenden, davon haben sie genug, sondern als Zentraler gebaut auf der 6 oder auf der 10. Auch wenn sie da natürlich andere Alternativen noch haben, beispielsweise Raphael, aber der wird ja wahrscheinlich Stürmer spielen und dazu kommen wir auch gleich. Aber Stindl auf jeden Fall eine ziemlich nice Karte. Genauso wie Nordwald, genauso wie Chaka, genauso wie Hermann, genauso wie Hahn, genauso wie alle eigentlich im Mittelfeld. Können wir uns auf jeden Fall drauf freuen, Gladbach sieht da richtig, richtig stark aus. So, da haben wir mal kurz einen Cut gemacht, denn da war eine Werbung einfach so am Laufen. Ich weiß nicht, wieso die angegangen ist. Ich kann es euch nicht erklären. Aber gut, wir kommen zum Sturm von Borussia Mönchengladbach. Da haben wir noch 4 Karten und beziehungsweise ist die Offensive, nicht der Sturm. Wir haben nämlich noch Ibrahima Traoré mit einem 77er Rating davor, noch Raphael 81, Drimic 77 und Rigota mit einem 73er Rating. Ja, Raphael ist ja relativ durchgedreht die Saison. Leider kein Team of the Season bekommen. War aber richtig, richtig stark zusammen mit Hermann quasi ein traumhaftes Duo. Auch noch mit Kruse natürlich, der jetzt zu Wolfsburg gegangen ist. Ich denke, 81 ist angemessen. Er hätte dann nur noch 79. Das kann ich nicht verstehen. Downgrade meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Eher ein Upgrade auf 81, 77 Tempo, 86 Dribbling, 79 Shooting und 78 Passen, dazu 69 Physis. Forster Skills und Weakfoot, sieht ziemlich, ziemlich stark aus, ich kann mich nur darauf freuen. Ist ja der Bruder von Ronny, aber er ist mittlerweile der, den man lieber zuschaut. Ronny war eine Zeit lang wirklich gut und wirklich spektakulär mit seinen Freistößen, aber mittlerweile ist Raphael einfach so gut geworden, dass ich denke, dass der auch richtig spaßig wird, dem zuzuschauen. Und bei Gladbach auf jeden Fall ein Offensiv einer der Stärkeren, denn ich denke, er wird eher so den stürmenden Part übernehmen, anstelle von Drimic. Drimic ist auch gut. Darf man nicht unterschätzen, keine Frage, aber meiner Meinung nach ist Drimic unter Raphael anzusiedeln und wenn sie nicht mit Doppelspitze bzw. hängender Spitze und Spitze spielen, wird Drimic nur auf der Bank sitzen. Was dann mit Rigota passiert, ist die Frage, der sollte ja zu Hannover kommen, sie wollten ihn jetzt doch nicht abgeben und Hannover hat sich jetzt Erding geholt, aber gut, 77 Tempo, 75 Dribbling, 74 Shooting bei ihm, er hat ein Upgrade bekommen plus 3 von mir, er hat glaube ich 8 Tore gemacht oder 10 Tore gemacht diese Saison, davon 8 in der Euroleague. Auf europäischer Bühne hat er sehr, sehr gut performt, auf Bundesliga-Bühne noch nicht so, dass er allgemein sein kleines Manko, ich denke mal, das wird aber noch besser werden. Traoré hat hingegen sehr gut performt, wenn er mal eingewechselt wurde. Meistens gute Leistungen gemacht, 88 Tempo, 84 Dribbling, 62 Shooting und 63 passen nächstes Jahr. Mit einem 77er Rating, denke mal, das ist in Ordnung. Warum er 62 Shooting hat, muss ich gerade mal ganz kurz nachgucken, ob das eventuell ein Eingabefehler von mir war oder ob das wirklich so gewollt war. Ich meine, gut, er hat nicht den besten Kopfball und so, und das zieht das natürlich runter, aber trotzdem kann man da nochmal vorsichtshalber nachgucken. Es lädt aber gerade nur ein bisschen länger, deswegen labere ich ein bisschen um den heißen Brei rum und kann jetzt gucken. Aber die Karte sieht trotzdem auf jeden Fall nice aus. 4-Star-Skills und hoffentlich 3 Sterne Weakfoot oder sowas in den Dreh. Dann haben wir da auf jeden Fall eine gute Alternative auf dem linken Flügel, hat 61 Shooting dieses Jahr. Gut, 62 vielleicht ein bisschen pessimistisch, wa? Eher so 64, 65, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn man sieht, was der für Tore geschossen hat, war ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so machen. Gut, das war's dann auch schon fast von dieser Episode. Ich glaube, wir haben alle Spiele abgehandelt. Oder Raphael ist verdient, Traoré ist verdient, Drimic ist in Ordnung, dass er auf dem gleichen Rating bleibt. Und Rigota mit 73 nochmal geupgradet, weil er sich weiterentwickelt hat in der Euroleague, vor allem nicht in der Bundesliga, aber das kann er eventuell noch kommen. Ich denke mal, damit sind wir fertig. Gut, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt in die Kommentare eure Meinung zu den einzelnen Spielern. Schreibt gerne auch rein, welches Team in der nächsten Episode sehen möchte. Das meistgelikte Team wird dann wieder das Team sein, was in der nächsten Episode dran sein wird. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, verregneten Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.